Oh, wow. Jetzt können wir endlich mal mit Varuda steuern. Nach der letzten Folge hier im Dorf den Zoras haben wir jetzt die Möglichkeit, den Riesentitan einfach mal zu steuern und komplett auszuflippen. Okay, Fadenkreuz halten. So, hier haben wir jetzt hier einmal die ganzen Gegner. Wow, okay, krass. Das ist echt heftig. Das ist mega krass. Wir haben wieder hier alle. Wir markieren mal alle. Und auch hier 256 besiegt. Zerstöre Hindernisse mit Y und A mit Spezialangriffen. Aber auch hier hauen wir erstmal ordentlich rein. Was ist dein Spezialangriff? Yo! Okay, krass. Alter Falter. Das nenne ich doch mal ordentliches Gemetzel. Aber ich finde es gerade so ein bisschen störend mit der Facecam. So, okay, jetzt kriegen wir auch immer die restliche Steuerung raus. Boi! Oh Gott! Ich steuere diesen sanften Riesen zum ersten Mal, doch er bewegt sich genau, wie ich es möchte. Ja, das tut er wirklich. Geil. So. Und? Was macht er jetzt? 2000 Gegner besiegt, Leute. Da sind Leuen. Das ist krass, das ist so krass. Wow. Komm, metzel hier alles nieder. Ich glaube, der andere Leuner ist jetzt sogar auch schon weg. Alter. Jetzt kommen wir hier in eine ganz andere Richtung. Jetzt zücken sie nochmal alle die Bögen. Aber sie haben keine Chance gegen Varuda. So, dann haben wir den Schwung schon mal weg, aber es wird nicht einfacher. Welche Erleichterung. Oh, hier müssen wir jetzt mal ordentlich die Kurve finden. Wenn ich weiter an einer Seite kämpfen kann, schaffen wir es vielleicht, alle zu beschützen. Haben wir jetzt alle. Mipha, Prinzessin der Zoras. Abgeschlossen. Schlacht gewonnen. 2 Minuten 52 und 2533 Gegner besiegt. Krass. Das ist schon übel. Der zurückliegende Angriff hat deutlich gezeigt, wie miserabel wir auf die Verheerung vorbereitet sind. Dem Volk der Zoras muss klar sein, dass wir die Verheerung nicht als das Problem von anderen abtun können. Als Bewohner dieses Landes, Hyrule, müssen wir unseren Teil beitragen. Mipha, tritt vor. Jawohl. Erteile ich dir nun die Erlaubnis, den Titanen zu steuern. Indes, gib gut Acht und kehre wohlauf zurück. Mipha, Prinzessin der Zoras. Eine Prinzessin der Zoras mit der Fähigkeit, die Wunden anderer zu heilen.
Ihr Talent ist hoch angesehen und ihr wird die Steuerung des Titanen Varuta übertragen. Sie ist mit Link befreundet, seit er klein war, und die beiden verstehen sich ausgezeichnet. Wunderbar. Yo. Okay, yo. Krass. Weitere Aufgaben ploppen auf. Es gibt neue Einträge in der Galerie, Details. Das wäre dann das nächste Ziel, was wir ansteuern. Aber wir werden jetzt erstmal hier gucken, was der Kleine so zu sagen hat. Wir brauchen mehr Forscher. Da werden wir die Materialien natürlich übergeben. Gut gemacht. Shika-Sensor verwendbar. Du kannst Materialien etwa für Hyrule-Missionen oder zum Kochen aufspüren oder bestimmte Materialien suchen. Drücke X auf Bildschirmen, die Hyrule-Missionen kochen und so weiter anzeigen. Oh, er führt uns direkt zum nächsten. Machen wir das natürlich auch hier. Du kannst die Stufen deiner Verbündeten durch Training erhöhen. Dafür benötigst du Rubine. Ah, okay. Oh, Mifas Training. Es geht weiter. Nachdem wir so ein paar Nebenaufgaben eben gemacht haben. Auf der Minimap. Dann wird es auch mal Zeit, so ein bisschen zu gucken, was Mifa überhaupt alles kann. Denn das haben wir in der letzten Folge, beziehungsweise in der Folge, die sich um das Dorf der Suras so ein bisschen gedreht hat, überhaupt gar nicht richtig ausprobieren können, fand ich. Ich habe es auch ein bisschen vergessen, muss ich sagen. Und ich musste auch mit Erschrecken feststellen, dass egal welche Videoeinstellung ich überhaupt nehme bei Hyrule Warriors, es einfach nicht schön gestochen scharf rendern kann. Also ich weiß nicht, ob es wird an YouTube liegen. Ich habe keine Ahnung. Denn die Videodatei als solches ist immer in Ordnung. Also keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. So wirklich begreifen tue ich es auch nicht, aber gut. Komm. Jawohl, ja. Komm. Den Schild müssen wir brechen. Moblin. Komm schon. Ach, sie greift in dem Moment leider gar nicht an. Und der Schmetterangriff. Sauber. Okay, wir haben nur noch 3 Minuten Zeit. Für, ordentlich viele Gegner. Müssen wir mal gucken hier. Dass wir uns hier ein bisschen ausrasten müssen jetzt hier. So nach und nach. Wow, jetzt rastet sie aus. Komm. Komm schon. Jawohl. 127, 152. Der Moblin darf uns hier nicht so arg aufhalten. Jawohl, 170. Und einfach rein hier ins Getümmel. Es wird echt eng. Es wird eng. 200, 212. Von 38, 42, ja gut, jetzt ist okay, doch nicht so eng vielleicht. So. Komm.
ab und zu mal eine kleine Nebenaufgabe mit reinhauen. Das, denke ich, passt ganz gut. Bevor wir dann gleich in der Hauptgeschichte weitermachen. Wow, 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 wow. Sind die jetzt genau abgezählt oder was? Ich muss es tun. Ich darf. 300, jawohl, sehr gut. Ich habe gerade schon so ein bisschen Sorge bekommen, dass wir die 300 eben nicht schaffen. Kampf dauert 3 Minuten 57, 302 Gegner besiegt und wir haben einiges wieder an Rubinen bekommen. Und einiges an Items. Okay. Jetzt will ich mal aber jetzt nochmal genauer auf die Karte gucken, denn da gab es ja doch noch ein paar Sachen, die man eben noch freigeschaltet hat. So. Okay. Hier wäre das nächste Training von Mipha. Bin ich da richtig? Achso, die können wir jetzt hier abgeben, die Materialien. So, da haben wir jetzt einen stärkeren Kombo-Griff bekommen. Da fehlt uns leider die Palmfrucht. So, der kleine Wächter zeigt jetzt hier auf das Ziel. Abkühlen und einfrieren. Was haben wir hier? Da brauchen wir fünfmal das Gras. Oh, wir haben Möwendorf-Soufflé bekommen. Sehr schön. Auch hier können wir wieder so ein bisschen was kochen. Aber da haben wir das Schwertgras nicht für. Was ist das hier? Benötigtes Hyrule-Gras? Jawohl. Tabanta-Ebene. Ich bin nun stärker. Leuchten der Schleichwürmchen. Ein Souvenir aus der Heimat heiterte den Händler auf. Nun kann er bis zu seiner Rückkehr fröhlich seinem Beruf nachgehen. Impa hat ein neues Herz bekommen. Okay, sehr schön. Oh, auch da ploppt wieder das nächste auf. Was bekommt hier Impa? Er bekommt einen längeren Kombo-Griff. Neue Kraft. Auch das werden wir jetzt natürlich mit einsammeln. Natürlich, natürlich, natürlich. So. Wow, es hört gar nicht mehr auf hier. Das hört gar nicht mehr auf. Wer kriegt denn hier jetzt? Link kriegt noch ein Herz dazu. Sehr schön. Hä? Was haben wir hier? Da kriegt Impa auch noch ein Herz. Dafür fehlt uns aber noch ein bisschen was für. So, und ich glaube, das war es dann aber auch schon soweit. Hier fehlt uns auch was. Also da können wir im Endeffekt noch gar nicht mehr machen. Leider. Leider, leider. Da unten ist noch was bei Angelstedt. Aber auch hier erstmal nichts mehr. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dann ja die Hintergrundgeschichte zu Daruk, Held der Gruen, etwas näher anschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei.